Ja, servus Leute, willkommen zum nächsten Vlog von mir. Heute sprechen wir mal über das Thema Zweitakter und Viertakter und ja, warum ein Zweitakter bei 50 Kubik mehr Sinn macht als ein Viertakter und warum ein Viertakter ab mehr Hubraum mehr Sinn macht. Gut, fangen wir mal an. Bei kleinen Hubräumen, 50er oder 125er, okay, bei 125er geht es ja noch, oder 80 Kubik, sagen wir mal 80 Kubik, wie bei den alten Mopeds, da macht ein 50er mehr Sinn, da eine bessere Leistungsentfaltung hat. Und ja, da kann er mehr Leistung abrufen. Und ein Viertakter kann ja die Leistung nicht so entfalten wie ein Zweitakter bei wenig Hubraum, weil ein Viertakter mehr Hubraum braucht, damit er sich erst richtig entfalten kann. Also halten wir fest, der Zweitakter benötigt nicht dringend viel Hubraum. Der Viertakter benötigt relativ viel Hubraum. Sonst hat er keine Leistung, das sieht man ja an den 50er Rollern oder die Baumarktroller, die einen schlechten Anzug haben. Und nichts vom, keine Wurst vom Teller ziehen, wie auch. Zudem kann man auch nicht, persönlich nachbessern, oder selber nachbessern. In dem Fall Tuning oder so, weil die Tuningteile für einen Viertakter sind ja stark begrenzt. Beim Zweitakter hingegen kann man ja vieles machen, Vergaser, Auspuff, Krümmer, ja, Ritzelveränderungen bei den Mopeds. Ja, vor allem wichtig halt der Krümmer oder allgemein halt Auspuff bringt beim Zweitakter wegen dem Rückstau sehr viel. Da kann man sehr viel rausholen, vor allem bei den alten Mopeds. Aber ein Viertakter hat auch seine Vorteile, denn er hält jedenfalls länger als ein Zweitakter, er hat eine längere Lebensdauer. Zudem benötigt er kein Öl. Also kein Öl extra für die Schmierung, so wie der Zweitakter, der braucht einen Zweitakter Motoröl. Ein Viertakter braucht auch weniger Benzin als ein Zweitakter. Habe ich schon richtig gesagt, ein Viertakter braucht weniger Benzin als ein Zweitakter. Okay. Mal Vollgas mal hoch. So. Gas wegnehmen. Ja, Viertakter würde ich erst einen Viertakter in Erwägung ziehen bei 125 Kubik oder halt die mehr Hubraum haben. Dann macht das auf jeden Fall mehr Sinn. So 50er allgemein würde ich nur einen Zweitakter raten, meiner Meinung nach, wegen der Leistung, wegen der Power. Ja, wie seht ihr das? Könnt ihr gerne Kommentare da lassen oder schreiben, was ihr davon haltet, Zweitakter, Viertakter. Für mich gibt es persönlich nicht so, es muss ein Zweitakter sein oder Viertakter. Ich sehe nur die Vorteile eines Zweitakters bei wenig Hubraum. Bei mehr Hubraum hat natürlich der 125 aufwärts allgemein, bei mehr Hubraum hat der Viertakter ja seine Vorteile. Und ja, könnt ihr gerne mal schreiben, könnt ihr einen Daumen hoch geben von mir aus, abonnieren und ja, man sieht sich beim nächsten Vlog. Bis dann.